Ja, moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich wurde von einem YouTuber namens Dave's Movie Place getaggt und darüber habe ich mich natürlich gefreut. Ich hatte erst einen Kommentar geschrieben und sowas, wie kann man denn getaggt werden und wie ist das denn so? Und dann hat er mir direkt geantwortet und hat gesagt, ganz ehrlich, ich tagge dich jetzt und ja, hier sind wir jetzt. Ja, es geht nämlich um 10 Fragen, die ich als Filmliebhaber natürlich beantworten soll. Die haben viele andere YouTuber auch, wie zum Beispiel Insano oder Freaky Ruff oder halt Dave selbst hat natürlich auch die Fragen beantwortet. Und ja, jetzt bin ich mal dran. Und ich habe mir natürlich hier so einen Zettel genommen, damit ich hier die Fragen alle parat habe. Ich habe mir die mal eben rausgeschrieben, weil es ist ein bisschen oldschool und natürlich kann ich mir die Fragen natürlich nicht im Gesamten merken. Und ich habe die auch Wort für Wort geschrieben, wie die auch gestellt wurden von Dave. Also fange ich jetzt eigentlich mal an, ne? Ohne ein bisschen rumzulabern. Und ja, die erste Frage. Angenommen, eine außerirdische Lebensform besetzt die Erde und fragt ausgerechnet dich, was sind Filme? Welchen würdest du ihnen als erstes zeigen? Ja, wenn ein Außerirdischer hier zu mir kommt und mich fragt, was sind Filme? Ja, für mich. Also ich habe diese Frage gelesen und mir kamen direkt natürlich nur meine Lieblingsfilme in den Kopf. Man soll natürlich mit einem Film antworten, aber ja, ich beantworte es jetzt einfach mal. Habe ich hier direkt liegen, meine Edition. Natürlich Der Herr der Ringe. Wenn mich jemand fragt, was sind Filme, das hier sind Filme. Habe ich natürlich hier in 4K, ne? Habe ich ja, glaube ich, mal in einem Unboxing gezeigt. Und das ist ja wie ein Film, muss man ja sagen. So, wenn man nur einen Herr der Ringe-Teil guckt, nur den ersten, so, dann man muss natürlich weiter gucken. So. Also wer kennt denn bitteschön nur einen Herr der Ringe-Teil? Also, deshalb, das ist halt einfach eine lange Geschichte. Und für mich ist das ein einziger Film, ein einziges Meisterwerk. Und das, liebe Aliens, das sind Filme. So. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Du musst für unbestimmte Zeit in einen abgeschotteten Schutzbereich untergebracht werden. Welche Edition nimmst du mit? Also für unbestimmte Zeit, das heißt, es könnte natürlich auch Monate dauern oder vielleicht auch Jahre. Welche Edition nehme ich da mit? Ich habe mir die Edition hier schon hingelegt und sowas, wenn ich hier Filme zeige und sowas, damit ich habe die Fragen mal überflogen und ich habe einfach das direkt hingelegt, so was mir direkt eingefallen ist. Und bei der zweiten Frage mit, welche Edition nehme ich in diesem Schutzbunker mit, da konnte ich mich nicht ganz entscheiden. Da würde ich zwei Sachen vielleicht mitnehmen, wenn das geht, sonst müsste ich mich für eine entscheiden. Und zwar wird das eine Sache von diesen beiden hier sein. Ja, entweder es wird Harry Potter, die komplette Collection, habe ich hier einen Schuber mit allen 8 Filmen. Oder es wird halt Wrong Turn mit den ersten 6 Filmen. Ja, die Wrong Turn-Reihe finde ich ja wirklich cool. Ich stehe ja so auf Outback-Horror und Hinterwäldler und sowas. Und das ist halt einfach, ja, die kann ich mir halt immer wieder geben, weil die einfach Spaß machen. Und da das eine besondere Edition ist, das ist ja das wattierte Mediabook. Ich meine Cover B, genau, Cover B steht hier hinten drauf. Ganz ehrlich, als Horrorliebhaber, da will ich nicht nur einen Film mit haben. Dann nehme ich dann natürlich für ein bisschen mehr Zeit sowas mit. Oder halt hier die ganze Harry Potter Box. Müsste ich mich zwischen einen von den beiden entscheiden, ich würde es wahrscheinlich Harry Potter werden, weil diese Filme einfach nochmal länger gehen, nochmal mehr bieten als die Wrong Turn Filme, aber sonst, wenn man mal eine Ausnahme macht und ich in diesem Schutzbunker darf, auch mit 2 Editionen, dann wären es die beiden. So. Dritte Frage. Für welchen Film würdest du gerne mal einen Audiokommentar aufnehmen? Puh, die Frage habe ich eben auch überflogen und ich muss sagen, ein Audiokommentar. Was beinhaltet denn so ein Audiokommentar? Ja, dann muss ich wahrscheinlich meine Meinung zu diesem Film sagen. Und da ich auch keinen Film extra schlecht reden will, weil wofür, wenn es keinen Grund gibt, habe ich mir dann halt einfach meinen Lieblings-Thriller bzw. Lieblings-Horror-Thriller ausgesucht. Dann würde ich natürlich einen Audiokommentar zu Eden Lake geben. Und den habe ich hier im Cover D von dem Tretz Media Book. Und ich meine, da sind auch Audiokommentare drauf. Extras,
Interviews und sowas. Nee, Audiokommentare sind gar nicht drauf. Okay. Aber ganz ehrlich, wenn da auch keiner drauf ist, dann mache ich halt den Audiokommentar. Das wäre meine Wahl. So, welche Geschichte oder Buch würdest du gerne mal verfilmt sehen? Das war Frage 4. Geschichte oder Buch? Schwierig, ich lese nicht viele Bücher. Also früher als Kind oder als vielleicht auch als junger Jugendlicher, so mit 12 Jahren oder so, habe ich ganz gerne Bücher gelesen. Habe ich auch Harry Potter gelesen und sowas, da habe ich ja auch fast alle durch. Aber mit der Zeit so, ich gucke viel lieber Filme, ganz selten auch mal Serien, oder sonst zocke ich natürlich auch ganz gerne. Ja, aber welches Buch? Da muss ich ein bisschen überlegen jetzt. Oder muss ich jetzt immer noch ein bisschen überlegen, was ich da nehme. Da ich ja so großer Herr-der-Ringe-Fan bin und Tolkien, also J.R.R. Tolkien, ich weiß gar nicht, wie er sonst heißt, ich kenne ihn nur unter diesem Namen, ist ja der damals alles erfunden hat von Herr der Ringe oder der Hobbit oder sowas, der hat ja auch noch ein drittes Buch, also nochmal eine dritte Geschichte, das heißt Silmarillion. Und da würde ich wahrscheinlich wollen, dass das verfilmt wird, weil ich fand, Herr der Ringe ist das Beste, was jemals produziert wurde. Und der Hobbit war auch ebenfalls sehr, sehr gut. Silmarillion würde ich mir am allerliebsten wünschen, weil, ganz ehrlich, noch eine Geschichte in Mittelerde, sowas muss irgendwann kommen und da habe ich einfach Bock drauf. So. Frage 5. Bei welchem Film wärst du gerne bei den Dreharbeiten dabei gewesen und was hättest du geändert? Da geht es dann wahrscheinlich um einen Film, den ich schlecht finde. Was hätte ich bei den Dreharbeiten geändert? Also erstmal, welchen Film ich geändert hätte, ist mir so eingefallen. Habe ich hier auch liegen. Ich werde das Mediabook auch behalten, obwohl ich diesen Film absolut grottig finde. I Spit on Your Grave. Déjà-vu, hier. Ja, habe ich hier im Cover C von Nameless. Dieser Film ist... geht 2,5 Stunden, ist pure Langeweile und einfach so schlecht geschauspielert und alles. Die Frage war ja, was ich geändert hätte bei den Dreharbeiten. Boah, die Frage ist, was ich bei dem Film nicht geändert hätte. Ich behalte diesen Film wirklich auch nur im Mediabook, weil ich die komplette Reihe habe. Ich habe den alten Teil von 1978 und natürlich die Trilogie alles im Mediabook. Dann werde ich diesen Film jetzt auch noch behalten, weil... viel kriege ich dafür eh nicht mehr, wenn ich den verkaufen würde, weil keiner will diesen Film haben. aber was würde ich ändern an diesem Film? Also ich würde den kompletten Cast wahrscheinlich neu auflegen, kompletten Schauspieler halt wechseln. Ich würde den Regisseur fragen, was ist schiefgelaufen? So, der Regisseur vom alten Film, das ist ja Mer Sashi oder wie der heißt oder ausgesprochen wird. Und der hat ja auch den alten von 1978 gemacht. Und der war ja wirklich Hammer. Der ist ja wirklich einer der besten Horror-Klassiker, so die ich kenne. Aber was er in dem neuen Déjà-vu gemacht hat, das ist nicht in Worte zu schreiben. In Worte zu beschreiben, meine ich. Und deshalb, ich würde halt sehr vieles ändern. Was genau ich ändern würde, weiß ich nicht. Aber der Film ist eine komplette... Blamage, wenn ich das so sagen kann. So, dann kommen wir zu Frage 6. Okay. Welche Rolle hättest du mit deinem Lieblingsschauspieler umbesetzt? Das heißt, wenn es einen Film gibt, wo mir eine Rolle nicht gefällt, so nehme ich das jetzt auf, dann würde ich den umbesetzen mit meinem Lieblingsschauspieler. Da ich keinen Lieblingsschauspieler habe, ich finde sehr viele Schauspieler sehr gut. Ich mag Sean William Scott, ich mag Brendan Fraser, ich mag natürlich Tom Hanks. Ich mag so viele Schauspieler, also es gibt so viele sehr gute Schauspieler. Einzige Rolle, die mir wirklich nicht gefallen hat, obwohl der Film auch leider nicht so gut ist. Hier, Texas Chainsaw. Das ist der Film von 2013, der ist mit Alexandra Daddario der Film. Und der ist ja auch unter dem Namen Texas Chainsaw 3D bekannt. Ich habe den natürlich nur in der 2D-Version, weil ich feiere 3D jetzt nicht so. Oh, da hätte ich wirklich den Hauptdarsteller geändert, weil viele wissen das nicht. Der von 1974, der Texas Chainsaw Massacre, der ist
Da gibt es ja diesen Leatherface, ne? Und Leatherface wird halt gespielt von einem Schauspieler. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Und 2013 kam dieser Film, den ich gerade gezeigt habe. Und da ist der nochmal der Schauspieler vom Leatherface. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist einfach nur ein alter Mann. So, das ist einfach nur ein alter Mann in einem Leatherface-Kostüm und es hat einfach nicht mehr gepasst. Die Bewegungen und sowas von dem sind halt leider nicht mehr gut. Früher top, wirklich, der Teil von 1974 ist Hammer. Aber der von 2013 ist nur Durchschnitt. Er ist kein schlechter Film, aber ich hätte den anders besetzt mit einem heftigeren Leatherface. Stellt euch mal vor, von Texas Chainsaw The Beginning oder von Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre, wenn der Leatherface in dem Film wäre, das hätte mal eine richtige Bombe werden können. So. Frage 7. Welchen Film hättest du dir von einem anderen Regisseur gewünscht? Okay, jetzt nicht mal die Rolle, die ich geändert hätte, sondern von einem anderen Regisseur, wo ich den Regisseur geändert hätte. Und da ist mir direkt in den Kopf gekommen vorhin, als ich die Fragen aufgeschrieben habe. Ja, ihr kennt doch bestimmt die VHS-Trilogie. Das sind ja diese Filme mit den Kurzfilmen und sowas, wo Teil 1 und 2 von Adam Wingard sind, der auch übrigens der Regisseur von Godzilla vs. Kong ist. Die ersten beiden Teile sind so Hammer, wirklich. Das kann die gleiche Worte schreiben. Das sind so gute Filme. Und dann kommt VHS Viral. VHS Viral ist auf dem Level von I Spit on Your Grave Déjà Vu. Das ist... Ich kann das gar nicht beschreiben. Dieser Film hätte einfach auch noch von Adam Wingard kommen müssen und dann wäre alles gut gewesen. Dann hätten wir einen dritten geilen VHS-Teil. So haben wir VHS 1 und 2, die wirklich top sind, und dann haben wir VHS Viral. Wo sich der Regisseur ändert und auf einmal nur noch scheiße. So. Es hätte natürlich auch anders laufen können. So, I Spit on Your Grave 1 und 2 aus der Remake-Trilogie, die sind auch vom gleichen Regisseur. Teil 3 ist dann wieder von einem anderen. Teil 3 ist aber immer noch gut. Also, so hätte es auch laufen können, aber nein. VHS hat komplett reingeschissen, so. Deshalb, VHS Viral hätte ich komplett umgesetzt. Und zwar direkt mit Adam Wingard. So, welchen B-Movie würdest du dir gerne als teure A-Movie Hollywood-Produktion sehen? Habe ich jetzt so schön gehört. Habe ich vielleicht verschrieben. Also welchen B-Movie ich gerne als A-Movie sehen würde. Da ist mir auch relativ schnell einer rein also in den Kopf gekommen. Und zwar von Black Lava, Thanatomorphosa heißt der. Ich kann jetzt gleich vielleicht mal hier oder da ein Cover einblenden, vielleicht kennt ihr das Cover. Da geht es um eine Frau, die hat eine Krankheit und die löst sich irgendwann auf. Sie lebt noch, aber der Körper kriegt das nicht so mit, dass sie noch lebt, und der Körper verfault langsam und löst sich auf, also so wie wenn ein Mensch stirbt. Dieser Film ist halt von Black Lava und leider nicht so hoch produziert. Wäre dieser Film in einer richtig hohen Qualität aus Hollywood, das hätte ein richtiger, klasse, krasser Film werden können, wirklich. Die Effekte waren schon teilweise ganz gut, aber es ist halt B-Movie-Qualität und im Endeffekt leider nicht so gut gewesen. Aber die Idee dahinter, dass der Körper von dieser lebendigen Frau trotzdem langsam verwest, das war wirklich eine sehr, sehr gute Idee und den hätte ich gerne als A-Movie gesehen. So, die Frage 9. Andersrum, welchen teuren Hollywood-Film würdest du gerne als B-Movie produziert sehen? Ja, da ich nicht so auf B-Movie und Independent-Movies stehe, muss ich sagen, kein. Ich sehe lieber A-Movies, so, die gut produziert werden von einem guten Studio, als irgendeine B-Movie-Kacke, sage ich jetzt mal so. Wo ich mir das angucke und dann denke ich mir so, ja, was soll ich jetzt damit anfangen? So, es ist halt alles schwach produziert und so, und ich sehe viel lieber A-Movies, deshalb, ich würde gerne keinen A-Movie als B-Movie sehen. So, Frage 10. Alles ist möglich, so wie das der Tag auch hier heißt. Was für einen Film würdest du drehen, wenn du komplette kreative und finanzielle Freiheit hast? Nenne Genre, kurze Plotangabe und auch Wunsch nach Besetzung und den Titel. Puh, welchen Film ich selber drehen würde. Das ist schwierig. Die Frage habe ich eben aufgeschrieben und ich wusste wirklich nicht, was ich darauf antworten soll. Es ist sehr schwierig, einen eigenen Film zu produzieren, und ich muss das jetzt einfach beantworten. Was produziere ich mit welchen Schauspielern, mit welchem Plot und sowas?
Ich würde wahrscheinlich ein Kriegsdrama drehen. Da ich auch die finanzielle Freiheit habe, kann ich ja machen, was ich will. Ein Kriegsdrama wie Schindlers Liste oder Der Pianist, das sind für mich sowieso die besten Kriegsdramen überhaupt. Und so einen würde ich dann auch nochmal drehen. Und als Schauspieler, ganz ehrlich, wie cool wäre das denn, wenn du aus Der Pianist oder aus Schindlers Liste und aus anderen sehr hochwertigen Kriegsfilmen einfach mal alle in einen Film tust. Das heißt, tust einfach mal Tom Hanks aus Soldat James Ryan da rein, in dieses Kriegsdrama. Du tust Andrew Garfield aus Hacksaw Ridge da rein. Dann tust du noch natürlich Liam Neeson von Schindlers Liste da rein. Adrian Brody, ganz ehrlich, ich habe die finanzielle Freiheit. Dann mache ich natürlich da mal sowas. Und das wird dann, boah, das würde ich dann als Kriegsdrama machen. Eher im Style halt, wie gesagt, von Schindlers Liste oder Der Pianist. Ohne wirklich den Krieg zu zeigen, sondern es geht mehr dann um die Juden und um das ganze SS, um die ganze Nazi-Sache und sowas, ohne den Krieg so richtig zu zeigen, sondern eher halt als Drama, als Action-Kriegsfilm, ne? Was stand denn hier noch? Den Titel. Titel, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Genre, Plot-Angabe und sowas und ja. Plot habe ich ja so ein bisschen erwähnt, so eher das mit Nazis und Juden, wie damals damit umgegangen wurde. Und Besetzung habe ich ja auch genannt, da würde ich auf jeden Fall. Wenn ich als Hauptdarsteller nehmen würde, wäre Brendan Fraser. Weil Brendan Fraser, der hat zwar jetzt mit solchen Filmen nichts zu tun, aber der arme Mann tut mir ein bisschen leid. Der hatte ja in seiner Karriere wirklich sehr viele Alkoholexzesse und sowas und hatte später Halluzinationen und alles mögliche, dem geht es ja auch psychisch nicht gut, beziehungsweise dem geht es ja seit 2018 besser und seit 2018 macht er auch wieder Filme und sowas und ist ja auch in Serien, ist auch in dieser DC-Serie dabei, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Brendan Fraser würde ich als komplette Hauptrolle nehmen, während alle anderen dann natürlich auch Hauptrollen sein könnten, aber nicht die erste. Die erste würde ich dann Brendan Fraser geben. Ja, dann waren das jetzt alle 10 Fragen. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und danke nochmal an dich, Dave, für die Fragen. Und ganz ehrlich, jemanden nominieren kann ich jetzt nicht. Wenn ihr auch YouTube-Videos macht und das jetzt gefeiert habt, guckt euch doch mal, also schreibt doch einfach mal in die Kommentare und sowas, wenn ihr das Video jetzt gesehen habt. Und dann guckt euch mal die Fragen an. Und wenn ihr die auch beantworten wollt, ganz ehrlich, schreibt das in die Kommentare. Dann nominiere ich euch und dann ist alles easy, ne? Ja. Und sonst, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte ein Like. Bisschen um Likes betteln. Nein, natürlich nicht. Aber würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.